Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Dieses Video gehört ins Gebiet Schwingungen und Wellen und beschäftigt sich, im zweiten Teil der Reihe zum elektrischen Schwingkreis, mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung. Für dieses Video solltet ihr bereits Teil 1 der elektrischen Schwingkreisreihe gesehen haben. Wir lernen heute, was die Thomsonsche Schwingungsgleichung ist bzw. was ich mit ihr ausrechnen kann, wie ich sie herleite und welche Art von Schwingung sie eigentlich beschreibt. Und auf geht's! Die Thomsonsche Schwingungsgleichung gibt an, mit welcher Frequenz ein Schwingkreis schwingt, abhängig von der Kapazität C des Kondensators und der Induktivität L der Spule. Wir können sie mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes herleiten. Und wie das geht, sehen wir uns im nächsten Kapitel an. Wir hatten im letzten Video gehört, dass ein Schwingkreis Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com